Das bisherige Comic- und TV-Ereignis The Walking Dead hat nun auch den Weg zu den Konsolen und PCs der Welt geschafft. Dank Telltale Games, nach Jurassic Park und Back to the Future, mal wieder ein Episoden-Adventure. Und es ist sehr gut geworden, muss ich sagen. Gut, ich habe jetzt auch erst nur die erste Episode gespielt, The New Day oder A New Day. Aber das hat mir doch schon sehr gut gefallen. Der Stil ist schön, finde ich. Er ist comic-mäßig gezeichnet. Erinnert ein bisschen an 13, also diese Shell-Shader-Grafik. Passt meiner Meinung nach ganz gut rein. Aber es hat doch schon sehr den Look eines Comics. Man übernimmt die Rolle Lee, wird gerade von der Polizei eskortiert. Auf dem Weg außerhalb von Atlanta wird man dann von einem Zombie über den Haufen gerannt, beziehungsweise der Wagen rennt einen Zombie über den Haufen und man muss sie erstmal befreien aus dieser misslichen Lage. Die erste von einer Reihe misslicher Lagen, in der man ins gut 2 bis 3 Stunden Spielzeit gerät. Und The Walking Dead macht keine Gefangene. Es wird einem gleich schon beim ersten Kill klar, der dann doch schon sehr grafisch ist, mit einer Schrotflinte ins Gesicht. Aber es sind nur mal Zombies und wie gesagt, der Ausgangsstoff ist ja auch nicht gerade von schlechten Eltern, was das angeht. Die Gewalt liegt nicht wirklich im Hauptfokus des Spiels. Es ist vielmehr die Interaktion mit den anderen Spielcharakteren. Kurze Zeit nach der Flucht findet man Zuflucht bei einem Haus und lernt Clementine kennen. Kleines Mädchen und man kümmert sich natürlich sofort um sie. Die Eltern sind ein paar hundert Kilometer weit weg. Man weiß halt nicht, was mit denen los ist. Und ja, so peu à peu erkennt oder kommt man dann an eine ganze Entourage von anderen Charakteren, mit denen man sich immer unterhalten sollte, was sehr gut gemacht worden ist. Die Dialoge sind sehr gut vertont, ist aber nur englische Sprachausgabe. Well, he could be a help to somebody. So it's just you and your daughter then. Oh, not his daughter. He's, well, just some guy who found her alone. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Could it be worse? That's what it sounds like. Seems like things got awful bad in the cities. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. How'd this happen? Car accident. That's so. Where are you headed before the car accident? I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with, the girl? I was with a police officer. He was giving me a ride. Awful nice of him. Und es ist wirklich, es baut sich was auf innerhalb den Charakteren. Und man trifft Arschlöcher, man trifft, wie gesagt, kleine Mädchen, gute, baldige Freunde, etc. pp. Und
es ist immer für Stimmung, sag ich mal, gesorgt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise weil man halt immer mit denen interagiert, spricht und was ich ein sehr nettes Feature finde, je nachdem, was man für Antworten gibt, werden sie sich das merken und im späteren Spielverlauf dann darauf zurückkommen. Und da bin ich besonders drauf gespannt, wie das in den nächsten Episoden gemacht werden wird. It smells like... Manure. Manure? Like when a horse plops? Just like that. I missed my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. Und was auch noch sehr gut gelungen ist, sind diese Moralentscheidungen, die man immer mal treffen muss. Man kommt immer wieder, kommt ein Punkt, wo man Person A oder B retten muss. Und man muss halt abwägen, was jetzt vielleicht angebrachter ist, was für Sympathien man vielleicht schon den einzelnen Charakteren entgegenbringt, welche man lieber retten möchte, anstatt zu sterben. Und das haben die sehr gut hingekriegt von Telltale. Doch, also Großen und Ganzen, die erste Episode hat einen schon an verschiedene Orte geführt, hat sogar schon es geschafft, Charaktere, die man aus den Comics oder aus der Serie kennt, kurz einzuführen und tach, also es ist für Fans des Events Walking Dead auch zu haben, auf jeden Fall. Kann ich bisher nur empfehlen. Ich bin gespannt, wie es, wie gesagt, weitergeht in den nächsten Episoden. Get away from me! It! Where am I? Don't make me do this! Huh.